Feld 109, einmal kalken, bitte. Ballon. Er wird gemacht. Danke. Was kostet das ungefähr? Hast du einen Folger am Telefon? Ja, habe ich. Gib mir die mal bitte gleich. Ich kann's jetzt haben. Hallo? Hi, Volker. Alter, gib mir den nochmal zurück. Ich wollte. Ich. Alter, wie arbeitet denn das LU gerade? Ich wollte hier einen Hier. Kostenvoranschlag haben. Hier, Marlon. Nein, ich meinte nur, dass in der Zeit Der ist am ihr Rechnen. Regen. Ich Ach bin gerade so. am Rechnen, deswegen. Ja, gut. Dann. Du wolltest eben was zu mir. Ja, hat sich. Aber klar. Warte mal. Sieht das erledigt? Ne, ich wollte wissen, wie viel. Du hast doch auch ein Feld gekauft, oder? Ja. Wie viel Steuer hast du denn dafür gezahlt? Da fragst du mich gerade was. Naja, du hast gesagt, hier werden Steuern hinterzogen. Dann muss ich doch mal nachforschen, wer das macht. Da kommt jeder unter das Messer. Ja, warte mal, arbeitet mein Ladewagen überhaupt? Jawohl. Ah! Hey, Servus, hey, krass, dass du anrufst, ja? Hey, ja, sorry, ja, der Typ, was hier wohnt, tut, der ist halt gerade nicht da, ja? Hey, Wizard. Ja, Jürgen, da du bist habe der ich Nette, ne? jetzt 30.000 überwiesen. 30? Ja. Wann? Jetzt gerade, oder was? Gerade habe ich noch 23 überwiesen. Beim letzten Mal hatte ich irgendwas mit 8.000 oder so noch überwiesen. Und jetzt hast du gerade 30.000 überwiesen. Hallo. 23. 23. Weil Steuern waren 31.000 irgendwas. Ich hab da noch ein Tausender. Kannst du mir mal sagen, was das Feld gesamt gekostet hat? Kann ich dir sagen. 340.000. 314. 314.000. 176 auch. Okay. Gut, dann hat sich das erstmal. Danke. Gib mir den Neumann nochmal. Herr Neumann? Ja. Denken Sie dran, dass Sie mir nochmal die Steuerrechnung zukommen lassen. Hans. Ja. Ja. Okay. Wer ist jetzt? Gut. Warte, 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 warte. Ja. Perfekt. Ah, Kostenvoranschlag, ja. Das sind 9.750 Euro. Abfahrt. Mit Steuer schon drin. Nur Gruppern. Nur Kalken. Ja. Und Kalk. Was? Inklusive Kalk oder exklusive Kalk? Inklusive Kalk. Wie viel waren das? 9.000? 9.750. Okay, ich überlege mir das nochmal. Jo. Danke erstmal. Tschüss. Bis. Alter, was sind das für ein Preis? Das geht ja mal gar nicht. 9, 10.000 für Düngen, für Kalken. Klar, Steuer und alles schon und Kalken mit drin, aber Kalk kostet ja nichts. Okay, wenn ich jetzt wenigstens den Preis von Hans wieder hätte. Wenn ich das Geld schon hätte, dann wäre es besser. Das ist es nicht der. Ist es nicht der Schneider?
Hallo. Dann kommt er mal von seinem Bock runter hier. Aber das ist doch Bauhoftraktor, oder nicht? Und ich glaube, der Strohpreis ist auch voll im Keller. 13 Euro, ey. Hallo? Alles klar, Volker? Ja, wer ist denn da? Herr Schmitz, ja, Sie sind's. Ja, klar. Ich habe mich gerade gewundert, wer denn da drin sitzt, weil es ist ein Traktor vom Bauhof, oder nicht? Ja, klar. Ah, ja. Okay. Gut. Thomas? Gut, ja. Das war's schon. Mehr wollte ich gar nicht wissen. Tschö. Tschö. Ich fahr raus. So, also, tschüss. Tschö, Bruder. Thomas, komm mal mit. Hallo Polizeirichter. Hallo Herr Richter, Sie hatten vorhin eigentlich noch eine Frage zu meiner Gemeinderatskandidatur. Ja, wollen Sie sich doch irgendwie noch für die Polizei einsetzen? Die Polizei würde natürlich auch dafür profitieren. Ich meine, ich habe jetzt schon in die Wege geleitet, dass Sie ein neues Gebäude kriegen. Ja, okay, gut. Das wollte ich schon wissen. Was haben Sie denn für Wünsche für die Polizei? Wünsche? Ja, oder was wollen Sie denn für die Polizei alles tun? Ja, wie gesagt, auf jeden Fall kriegen Sie ein neues Gebäude, neues Gelände. Und natürlich werden Sie auch von den Steuern profitieren, indem Sie hin und wieder oder zumindest keine Wartungsarbeiten an den Fahrzeugen vornehmen müssen. Die müssen da ja nichts bezahlen. Herr Rauna, würden Sie sich denn dafür auch mal einsetzen, dass wir neue Sachen an unseren Gürtel bekommen? Wir haben ja jetzt die Dienstwaffen, die Handschellen und alles, Pfefferspray und alles an unserem Dienstgürtel. Aber es ist halt alles auch nicht das Neueste. Ja, das können wir organisieren. Okay, gut. Nee, organisieren wir. Ich werde gleich mal eine Bestellung aufgeben. Also alles einfach komplett neu, weil die Sachen sind einfach schon zu alt. Ja, klar, verständlich. Wurden auch Schmatzen mit hierher genommen und alles. Ja, Schwatzing war sowieso nichts Scheiß. Gut, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Jupp, wünsche ich Ihnen auch. Tschüss. Bis dann, tschüss. So, jetzt muss ich mir Gedanken machen, wie ich die ganze Situation mit meinem Hof regel. Ich muss den gerade mal ein bisschen gerade ziehen, weil Monk. Was mache ich jetzt? Was soll man nächste Folge machen? Oder nächste Woche? Wie soll ich mich entscheiden? Was kostet Dieselproduktion? Dann haben wir noch 66.000.
Dafür kriegen wir halt kein Forstgebiet. Diesel kostet 60.000. Was können wir mit dem Diesel anfangen? Das ist nämlich das Problem. Also wenn ich Diesel produziere, kann ich im Moment damit nichts anfangen. Das Kalken, weiß ich gar nicht. Volker Warone hier, hallo? Ja, hallo, hier ist der Julian Richter. Ja, hallo Herr Richter. Nochmal zu einer Sache mit dem Gemeinde. Ich sehe gerade, dass die Leasingverträge von den beiden Audis bald auslaufen. Soll da irgendwie was Neues angeschafft werden oder was? Die Audis sind eigentlich die neuesten Modelle, man könnte sie höchstens ersetzen. Nee, weil hier steht, dass die Leasingverträge bald auslaufen. In ein paar Monaten. Sind die nur geleased oder sind die gekauft? Mann, die werden nur geleased. Weil hier ist mal Leasingzettel drin von einem Jahr bei beiden. Ein Jahr geleast worden. Vielleicht kann man da noch irgendwie über eine Verlängerung oder so nachdenken. Moment, ich schau mal gerade, ich habe eine App auf dem Handy. Ich stehe zum Glück gerade an meinem Hof. Das wird mich nämlich jetzt irritieren, wenn die nur geleast werden. Ja, mich auch. Aber hier sind mal Zettel drin. Vielleicht waren die auch vom Vorbesitzer. Nee, die sind ja, schon im Besitz der Gemeinde. Oder wurden irgendwie keine Ahnung, warum die da zwei Leasingzettel drin sind. Soll ich die mal da rausnehmen? Ja, nehmen Sie die mal raus. Gucken Sie mal aufs Datum, was steht denn da? Da steht drauf, dass sie genau morgen in einem Jahr ersetzt werden müssten. Morgen? Ach, in einem Jahr? Das hat ja noch ein bisschen Zeit. Ja, ich wollte nur, ob da was Neues angedacht ist, weil die Audis sind wahrscheinlich zu viel und die sind ja auch neuer. Oh. Deswegen hat mich das jetzt gewundert, aber das ist ja gut, dass die gekauft sind. Ja, ja. Nee, für die Gemeinde, da kaufen wir, schaffen wir immer direkt an. Das ist nämlich sicherer. Ja, aber man müsste sich mal über so einen Großtransporter Gedanken machen, wo mehr Leute reinpassen. Dann stellen Sie da einfach mal einen Antrag. Ja, okay. Weil das wäre halt schon ganz für so größere Einsätze, wo auch mal, weiß ich, 6-7 Personen reinpassen. Ja, das ist klar. Stellen Sie einfach mal einen Antrag an den Gemeinderat. Ja, bei wem? Können Sie einfach allgemein stellen. Einfach an Gemeinderat und dann gucken wir, was man dafür sich tun kann. Eine Gemeinderatssitzung, wo man den beantragen kann oder so. Ja, Sie müssen halt schriftlich einen Antrag stellen. Na gut, dann werde ich das mal in die Wege leiten. Ja. Werde ich dann nochmal mit meinem Vorgesetzten mich kurz schließen, aber das wird mich halt jetzt. Ja, Sie können dann einfach auch per E-Mail da an die Gemeinde schreiben. Okay, an wen von der Gemeinde? An Sie oder an... Ist egal, schreiben Sie an den... Oder soll ich den neuen Gemeinderat mal abwarten? Sie können auch erstmal warten. Ja, dann werde ich da mal warten. Ja, okay. Okay, gut. Dann wünsche ich Ihnen noch einen wunderschönen Tag. Ebenso. Ja. Sieht man sich. Jo, tschüss. Tschüss. Also interessant ist, wenn ich jetzt so die Buchprüfung mache. Ich brauche den Neumann noch. Ich muss vom Neumann wissen, wie viel Steuer er gezahlt hat. Ach, da unten kommt. Hallo, hier ist der Neumann. Hallo Herr Neumann, ich muss Sie nochmal stören. Ja. Hatten Sie inzwischen Zeit, in Ihren Büchern nachzuschauen? Nee, das werde ich ihm bis zur nächsten Woche. Ach so. Bis heute morgen. Weiß ich. Ja, bis morgen, meine ich ja. Ist okay, ja nicht so. Dann erwarte ich, dass Sie sich morgen dann bei mir melden. Ja, mache ich dann. Oder okay. Halt. Nee, einen Tag später ist die Verkündung, ne? Wahrscheinlich. Sie können mir das auch auf der Gemeinderatssitzung sagen. Ja, dann sage ich das Ihnen dann. Oder vielleicht komme ich schon früher dazu. Okay, gut, bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss.
Ah, schade. Also. Ja. Okay. Gut, dann wären wir heute eigentlich so viel durch. Ich setze mich jetzt noch ein bisschen aufs Sofa. Schon ein bisschen easy deasy. Einfach mal ein bisschen gechillt hier. Und, nein, Quatsch. Muss noch was zu essen machen. Spaghetti Bolognese. Ja, freut euch darauf, dass es ab morgen Folgen gibt auf der neuen Version der Grünfelder Land. Schaut gerne auch bei den anderen mit rein. Und denkt dran, ihr könnt auch die neue Version der Map dann runterladen. Vermutlich auf Modhoster. Wenn ihr nicht genau wisst, wo, dann schaut auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Nee, Quatsch, ihr könnt die Version schon runterladen. Ihr könnt die Version schon runterladen. Aber, ja. So. Gut, genug Eigenwerbung. Ich mache jetzt hier mal da hinten, habe ich das Tor schon zugemacht. Nee, ich mache jetzt mal die Tore noch schnell zu. Und dann sind wir nämlich am Ende diese Woche angekommen. Ich muss mir noch überlegen, was ich mit den Feldern mache. So, das könnte man vielleicht gleich nochmal gucken. So, dann gucke ich doch gerade mal nochmal ins Tablet rein. Ich brauche eine Sämaschine. Sind Sojabohnen, gell? Düngestreuer brauche ich halt auch noch. Aber ein Düngestreuer kostet ja nichts. Denn 20 sind 100. Ja, ich brauche halt noch die Gewinnbeteiligung. Hallo, Volker Barone hier. Moje. Hallo. Ich hab mal eine Frage. Jo. Muss man auf eine Reparatur auch Steuern zahlen eigentlich? Ja, natürlich. Auch wenn da ein Betrag für null ist? Ja, rechne mal 10% von null. Null, Mensch. Hast du gemerkt, ne? Jo. Jo. Mathe war, glaube ich, nicht so deine Stärke früher. Nee. ich war früher einer, der hat in der Schule lieber Blödsinn gemacht als so, weiß, ne? Also fast wie heute, ne? Warum, was soll denn das heißen? Och, nur so. Warum? Was habe ich jetzt falsch gemacht? Nö, nix, alles gut. Aber von 0% 10%, von 0 Euro 10%, das müsste man ja wissen, dass es 0 gibt. Da macht mein Traktor beim Männchen da. Gut, also. Jo, danke. Bis dann, tschö. Jo. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Und tschüss.